sag mal, man hat viel mit Menschen zu tun. Ich sag mal, Originale aus Hamburg natürlich, von Schlipsträger bis zum Penner, aber alle gut drauf, uns gegenüber sowieso. Und das ist der Reiz, so, finde ich. Das ist das Interessante. Ja, mit dem Aufstehen wird man sich schwer dran gewöhnen, aber wenn man es ein paar Jahre macht, Viertel nach vier klingelt der Wecker. Irgendwann hat man das dann auch drauf. Ja, wenn man dann hier ist, dann läuft der Tag immer mal im Ruckzuck, weil so viele Eindrücke auch dabei sind. Das ist eine tolle Sache, wollen wir mal so sagen. Müllwagen gleich Holzsitze. So, das ist ja eigentlich das, wo man so gedacht hat, na gut, der ist nur für Müll, also braucht man auch nicht drauf achten, was für Technik da drin ist. Aber man ist schon drauf eingegangen und hat gesagt, okay, die Jungs sind im Straßenverkehr tätig und wir müssen doch Technik einsetzen. Ja, nicht zu vergessen, das ist ein Knochenjob. Ja. Wir müssen letztendlich Lasten bewegen, da muss man schon ein bisschen ja, von einer nicht ganz so sensiblen Säule sein, wollen wir mal so sagen. Wenn man wieder draußen, egal Regen, Schnee etc., wir hauen die Mister weg, auf Deutsch gesagt, da haben wir keine Angst vor. Und das akzeptieren die Menschen, das sehen die täglich. Und das macht echt Spaß.